Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Grüß euch. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt gerade 1,5 Stunden Aufnahme produziert. Super. Weil ich am Ende von der letzten nicht abgedruckt habe. Wir haben uns halbwegs wieder dahin vorgekämpft, gell? Wir sind wieder auf dem Stand. Haben aber da vorne noch ein paar Gegner im Freien. Die werden wir jetzt noch kurz erledigen und dann geht's ab in diese Lagerhallen. Ja. Momentan sehe ich niemanden heraus. Ne? Okay. Die dürften derzeit im Gebäude sein. Das ist wie so eine kleine Werkstatt da vorne. Ah, da sehe ich jetzt einen bei dem Tor. Könnte gleich mal wegnehmen. Oh, da komme ich nicht durch. Ich komme leider seitlich nicht vorbei. In den Gebäuden alles zu. Ah, sehr gut, da drüben ist eine Waffenkiste. Ah, da. Da vorne steht noch einer. Ja. Ich habe hier ein Ziel mit der Maschinenpistole. Komm schon vor mit den Köpfen. Nummer 2, da. Ja, da ist auch noch einer. Von mir aus wird's gehen. Ah, der versteckt sich irgendwie. Nein! Jetzt. Ja, aber jetzt schaut's sauber aus. Jetzt ist sauber. So, ab zur Lagerhalle. Insgesamt 2 Stück. Ups. So, gleich mal zur Lama wechseln. Hab ich? Lama. Lama da. Du öffnest wieder. Mhm. Und in die Hocke. Die Tür ist offen. Der Schadenkontrollraum hat wohl die Schützer überbrückt. Durchkämmt das Gebäude und vernichtet alle Kokainvorräte, die ihr findet. Wird gemacht. Bleib du mal in Deckung. Da drinnen leuchtet es wie ein Christbaum. Da oben ist einer. Ich sehe eine kleine Gruppe Tränke aus. Jetzt raus, ich sehe eine montierte Waffe. Tango getroffen. Kommt schon, Jungs. Ich kann warten. Ja, schön liegen bleiben. Das ist ein Fass, kann man das anschießen? Also rot ist, rote Fässer in Computerspielen explodieren immer. Okay. So, gesäubert. Da ist ein Vorrat, zerstören wir ihn. Okay. Und da ist auch einer, ne? Und zerstören wir es. Ach. Ah ja. Du, geh mal weg. Oh Gott. Leider ist keiner mehr da. Nein, ich glaube, ich hab doch so Sprengstoff, glaube ich, gelernt. Mal schauen, wo das ist, die Splittergranate. Granate kommt. Ah, scheiße. Kommt mir, ich überleg gerade, wie das wechselt da. Da ist noch irgendwo ist was. Vielleicht ist das oben. Ich weiß nicht mehr, wie ich das wechsle. Scheiße, scheiße. Achtung, Granate. Jo, das ist zerstört. Aber eigentlich wollte ich das nicht so machen. Ich habe ja da so Zeitzünder. Also ich brauche mal Munition. Wie zerstöre ich das? Mit einer Granate? Ich hab's gerade mit einer Handgranate gemacht, ja, aber wir haben so Sprengstoff mit Zeitzünder. C4. Geh mal weg, also da nützt. Geh weg.
Alter! Denk mal gerade, warum bin ich jetzt rot? Es schneit in Kalifornien. Das kommt ja. Nachahmungstiefer. Ja, ich habe vorher schon. So, raus. Nächstes Lager. Granaten wieder aufnehmen. Die hätten mich immer interessiert. Aber das mit zwei. Da, nicht? Plus. Wo, wenn man das hinklickt. Das war die Nacht. Ich bin eigentlich ein Esel, denn ich habe eine Drohne auch. Das sind mit der man erkunden könnte. So, also vorne ist das nächste. Ah, da ist C4. Passt. Ich war umgeschaltet auf C4. Mit dem können wir das dann nachher machen. Okay. Verfolgt dich schon? Ich hab's verfolgt. Ja. Ja. So, ist das jetzt... Wo muss man jetzt hin? Ich komm... Okay. Ich mach's auf die Tour, schau. Hey, das ist gut. Los, kurz geschlossen, los. Kommt irgendwer? Ich bin mir gar nicht sicher, ob da jetzt da wieder welche... Ja, da sind welche drin. Ja? Nein. Hier wird nichts angezeigt. Scheiße, und ich bin jetzt am Waggon. So cool. So, jetzt müssten wir da was platzieren. Das ist C4 scharf. Die Ladung ist scharf. Lass mich. Ich hab leider nur zwei. Okay, hat sich erledigt. So. Zerstört. Nur weil so. Oh, ich war zu nah. Ich hab mir gedacht, hörst du schon aus, wie wenn du nur im Radius wärst. Erst C4, das. Den habe ich nicht gesehen bei dem Radius vom C4. Einsatz abgeschlossen. Na gut. Naja. Yippie. So, nachdem wir jetzt gerade erst mal 7 Minuten haben in der Aufnahme, suchen wir uns den nächsten Heli, der war da irgendwo im Dach, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und dann geht's gleich weiter. Genau da vorne ist er geparkt. Und zwar zum zweiten großen Stützpunkt von Santa Blanca. Okay. Ist ebenfalls so ein Industriekomplex. Aber noch eine Spur größer, noch mehr Gegner. Na dann. Wobei, da war es jetzt der wenig, weil jedes Mal die Rebellen da dazwischen waren. So, steigen wir mal ein. Da hast du wieder dein Minigun. Ja, Moment. Dann schauen wir da mal auf der Map. Von mir aus sollten wir alles mit haben, mir zeigt es nichts mehr an. Ja, funktioniert. Aha, wir haben da auch noch was. Okay. Trotzdem, jetzt machen wir mal die Haupteinsätze. Das Kartell unterhält ein Labor für Coca-Paste in einer umgebauten Fischfabrik in Okoro. Ja, schauen wir da kurz Schalten vorbei. Schalten Sie das Labor aus. Wenn es nur Wirtschaft ist. Okay. Also ich habe hier mit dem Minigun im Helikopter einen sehr kleinen Aktionsradius. Also wenn ich... Helikopter. Drüben ist ein Helikopter. Wer sieht uns? Kann man das jetzt irgendwer sagen? Hör mal auf, bitte. Sorgt nicht dafür, dass wir verdeckt operieren. Nicht? Nein. Okay. Aber ich könnte ihn treffen, ich könnte ihn treffen. Wir sind nicht begeistert. Er raucht, damit der Minigun ganz Bolivien tyrannisierst. Er raucht, glaube ich, schon. Ach Gott. Schmeiß dich raus. Das ist ein bisschen nah. Du, ich kann die Kühe von oben sehen. Du, solange du nur die Kühe siehst, wenn du einmal die Flecken zählen kannst, dann sind wir knapp. Lass mich auf etwas schießen. Und wenn die Bonsticks auf einmal seitlich reinfallen in den Heli, dann sind wir viel zu knapp. Genau. So, was ist das da? Da blinkt sie nur so.
hätten einen Hubschrauberlandeplatz, aber wenn ich dort lande, finden sie das wahrscheinlich nicht so lustig. Ich schaue mal auf der Karte. Ja, stimmt. Oh, und da sind sogar Informationen. Okay, dann müssen wir das leider noch vorziehen. Bevor es zu dem großen Stützpunkt geht. Du landest ja aber jetzt nicht irgendwo in der Pampa. Sicher. Das sind ja Überreste. Mir wird schlecht, Leute. Jetzt bitte. Da ist fast das gelandet. Fast. Jetzt steigen wir besser aus, bevor wir nicht mehr rauskommen. Wo bin ich denn? Seitlich liegt er. Ja, was? Du bist zu kleinlich. Naja, fast aus drin. Wir sind lebend unten angekommen. Das ist schon mal. Genau. Runterkommen dann soll ich, aber lebend. Gut. Geiler Stützpunkt, an den kann ich mir ehrlich gesagt. Ah ja! Schon wieder. Ja, mit dem kleinen Bahnhof da. Okay. Warum schieße ich? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, du hast ihn. Passt. Das heißt, wir können da jetzt runter und mal rüber. Scharfschütze. Ich wollte mein Fernglas aufdecken. Ich kenne eine kleine Gruppe Freunde. Da ist auch einer. Da ist auch einer. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Sieht eine kleine Gruppe Tank aus. So, da ist einer. Jups. So, ich bin an der Straße. Ich arbeite mich mal da auf dem Felsenplateau. Rüber, weil da ist also ein Wachturm. Da habe ich gerade einen runtergeschossen. Hast du den? Okay. Sehr gut. So. Oh. Uah. Was? Ach, nix. Wo bist du? Ah, da drüben. Okay, wenn du von da reingehst, dann bleib ich da herüben. Da ist eine Nachschubkiste. Ich kann da leider nichts aufdecken. Oh, muss ein bisschen näher. Einige haben wir noch nicht. Ich weiß. Geskinnt. Zum Beispiel. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Och. Sind sie alarmiert? Mit dem Köpfchen. Ist ja nicht so schwer. Wie so Erdmännchen. Das wäre cool. So, wenn es aufploppen. Ich sehe deine Füße. Oh shit. Sie schießen sich auf mich ein. Ich habe leider kein freies Schussfeld. Ja, du auch. Da werden weggenommen.
Dankeschön. Achtung, Metall steht auf der Straße. Ja, ich habe mich hintern. Ich habe mich verschanzt. Oh shit, die kommen da um die Kurve. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass sie die jetzt eher zu mir vorarbeiten. Ja. Ich wechsle die Position. Ja, mach. Oh, da kommen ein paar Rebellen, die haben das erledigt, das Thema. Scheiße. Komm da nicht weg. Dass der manchen Steine, die sind, weiß ich nicht, einen halben Meter groß und der kommt nicht drüber. So, okay, mittlerweile sind die alle weg. Geht er wieder in Position. Nächsten kommen in deine Richtung rüber, genau der. Okay, ich warte. Da kommt wieder einer. Zack. Ach shit. Geh in Deckung. Ui, nein, da kommen nein, jetzt nein, viele. Nein, nein, nein. Oh, der ist weg schon worden. Und ich bin umgekehrt. Shit. Okay. Oh, shit, shit. Einer ist noch. Ja, vier, sorry, vier, aber einer ist in der Nähe. Ich habe auf keinen Sicht. Da kommt einer jetzt. Ja, das ist der, der in der Nähe ist. Gut, ich wechsle von der Position, das bringt nichts. Und schauen wir mal, ob ich zu dir komme. Wie viel Zeit hast du noch? 24 Sekunden. Der ist genau bei der Straße, bei dem Tor rechts, hinterm Auto sitzt er. Und um die Kurve kommst. Okay, ich glaube, ich pack's nicht. Jetzt steht er auf, dreht sich, denke ich, zu dir um. Okay. Hinter dir ist er. Naja, ich sehe ihn. Rebellen sind auch da. Achtung. Alter. Zwei Augen. Kann das sein, dass da am Turm einer oben ist? Oh shit, ja. Bleib einmal in Deckung. Jetzt ist er nicht mehr oben. Sehr schön. Jetzt nicht mehr der Warte. Hier ist nur noch einer da unten. Ich bin auf dem Plateau und überblicke mal alles. Okay. Ich hab den eigentlich. Bin fast bei ihm. Okay. Das war's. Sehr gut. In den anderen Gebäuden kann ich derzeit noch nichts. Oh, doch.
So, dann machen wir Nachschub. Deines, musst du erst gekriegt haben. Ich schau mal, dass ich da runterkomme. Auf seinem Hochsessel seine die Sechsechtung lesen. Mhm, die liegen überall herum, wenn du so eigentlich schaust. Immer dort, wo so stationiert sind und so. Warte mal. Wagen mit montierter Waffe. Was? Na, ich hab da eine Waffe. Minigun. Ein Geschützturm. Die brauchen ihre großen Guns. Ja. Da, was da hingeht. Ich kann nicht zu einem Bellenauto kommen, das kann ich so richtig cool wegnehmen. Naja. So, na, auf die werden wir nicht schießen. Ich weiß nicht, ob sie denn vielleicht negativ auswirkt. Rebellen, sag ich. Santa Blanca. Santa Blanca, ja. Cartellis. Cartelli, ja. Und bei Unitats würden ja auch schon reichen. Ja, wenn immer noch ist. So, da hätte ich alles. Auf der Seite jetzt noch. Da sehe ich da einen Nachschub. Und die Informationen. Okay, die Informationen muss ich mir selber holen, gell? Ich glaube. Das heißt, ich laufe nicht durch. Also, du hast das jetzt gekriegt? Nope. Ja, dann selbst ist die Frau. Als ich noch jung war, 12, 13. So. Blas. Ich glaube, ich habe alles. Ich bekomme aber nichts mehr, oder? Sicher. Ich sehe es nicht mehr. Da, da wo ich jetzt stehe. Alle. Komm schon, komm schon. Ich frage mich oft, ob die Leute das Polvo Blanco auch nehmen würden, wenn sie nicht so die Mühe sagen. Sehr schön. Da drüben ist wieder der Hubschrauber, der nächste. Auf der Insel ist alles Lodger. Soll aufpassen, diese wahnsinnigen Autofahrer. Auf der Insel? Auf der Insel. Insel. Das ist schon die drübere Seite, das ist das, das nächste Gebiet. Okay. Nein, nein, wir sind da durch. Okay. Wir steigen da mal ein. Wie schaut es folgetechnisch aus? Schauen auf der Map. Was haben wir als nächstes? Aber jetzt ist es soweit. Jetzt kommt die große Anlage. So, die ist markiert. Und dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Wie immer leicht chaotisch mit der Tibra und dem Anduin durch Bolivien. Genau. Ja, bis dahin und bis zur nächsten Folge. Happy Gaming. Ciao, ciao. Man sieht sich.